Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motorricardo.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Paraplegiker Stiftung. Herzlich willkommen zur Motorsport Schweiz Live Lounge, hier direkt aus der Swissmoto 2015. Mein Name ist Henrik Petto, ich bin Chefredakteur von Motorsport Schweiz. Und ich habe jetzt echte Superstars hier bei mir in der Live Lounge, das Platz aus allen Nähten. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch noch beim Publikum. Bei mir sind hier der One and Only Gotthard. Hallo! Hey. Genau. Leo, Henna, Nick, Marc, Freddy. Super, sind ihr da, dass ihr Zeit gefunden habt. Ihr seid ja absolut auf der Erfolgswelle momentan. Euer letztes Album Bang hat über 20.000 verkaufte Tonträger. Da habt ihr Platin bekommen. Und ihr seid nominiert für den Swiss Music Award. Bestes Album und beste Band. Congratulations. Ja, merci vielmals. Das ist natürlich lässig auch von uns. Gut, ja, super, cool. Ja. Okay, also wir wissen ja alle, wir Schweizer wissen alle, nichts kommt von nichts. Harte Arbeit ist dahinter. Wie ist so, sind die letzten ein, zwei Jahre für euch gewesen, vom Arbeiten her? Was habt ihr erlebt? Was hat euch bewegt? Gut, die letzten anderthalb, ein, zwei Jahre, da gäbe es jetzt extrem viel zu erzählen. Kurz zusammengefasst, eine sehr schöne Tour gehabt, Welttournee gehabt, von Brasilien über Mexiko bis Japan. Ganz Europa haben wir gespielt, super Konzert im Dezember in der Schweiz. Und ich würde sagen, ja, hauptsächlich eben das die Bang-Tour mit dem Bang-Album, wo ich sage jetzt mal, durch die Decke gegangen ist und ja, wir sind zufrieden, wie es gelaufen ist. Wir haben übrigens einen kleinen Ausschnitt vorbereitet vom aktuellen Track C'est la vie. Und das schauen wir uns doch ganz kurz ein bisschen an. Super. Ist ziemlich kurz gewesen, aber ich meine... Heisst Kurzschnitt, oder? Ja, aber ich meine, die Leute können ja eure Sachen anschauen im Internet oder vor allem euer Album kaufen, oder? Die sollen ja... Das war ja nur ein bisschen Goodie gewesen. Natürlich, wir zeigen dir, später gibt es noch ein bisschen mehr Musik. Aber jetzt sollen wir mal ein bisschen reden mit den Jungs. Es hat ja einen Grund, warum wir hier das Swissmoto sind. Ihr seid harte Jungs, Rocker. Und dazu gehört auch, dass man auch TÜV fährt. Jawohl, ja. Und ihr fahrt eine Marke? Ja, wir fahren Victory. Haben eine tolle Zusammenarbeit mit denen, seit sie eigentlich hier auf den Markt gekommen sind. Ist ein ganz tolles Bike, ist natürlich, hat eine ganz lange Story, ist eigentlich das erste American Bike, das sie je gegeben hat. Und hat dann leider nicht überlebt, weil Harley einmal den Auftrag gekriegt hat im Krieg vom Militär. Und jetzt wird das wieder aufbelebt und das sind ganz tolle, moderne TÜV und trotzdem mit Nostalgie-Feeling, also sehr tolle Bikes. Ich habe ja mal dürfen bei euch vorbeikommen und schon ein bisschen gesehen, was ihr gefahren. Wir zwei sind sogar zusammen über den Gotthard Ritter gefahren. Dann. Richtig, ja. Ganz cool. Hast du knapp nachher mögen, gell? Knapp nachher mögen. Kopf, der ist ab. Wieder gesenkt ist auch. Aber natürlich alles im gesetzlichen Limit, muss ich jetzt gerade hier sagen. Aber sicher, hallo. Ja. Aber schön war, es ist noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Schnee und wir sind ganz allein auf der Straße gewesen. Das war eine lässige Heimfahrt, die wir erlebt haben. Und wirklich, ja. Ich denke immer dran. Ja, super. Ihr habt aber nicht Bikes von der Stange. Euch sind noch ein bisschen modifiziert. Was ist bei euch noch gemacht worden? Also wir haben... Einfach frisiert. Weißt du es besser, wenn ich? Nein, wir haben mit dem Paden, PM Bikes, hier in Bernbiet, Aspi, haben wir einen guten Typ, der das Ganze modifiziert, auf was wir gerne hätten oder was wir gerne hätten. Und hat einen super Job gemacht und ich muss sagen, also jeder hat sein Custom-Bike von uns und das ist einfach nur der Hammer. Also, da fährst du mal eine Saison und dann denkst du, vielleicht will ich das noch ein bisschen oder will ich das noch ein bisschen und dann gehen wir her und sagen, hey, Peter, kannst du nicht, wüsstest du nicht, mach. Und das ist ein super Service und wirklich jeder hat sein Chef-Custom-Bike. Also jeder hat auch seine Wünsche eingegeben und seine Ideen ein bisschen gebracht und jedes ist anders. Keines ist gleich? Yes. Okay. Also du fährst mal ein paar Kilometer oder eine Saison und dann sagst du, da könnte man vielleicht noch etwas rausholen oder dort hätte ich vielleicht noch lieber. Kannst mal, was gibt es für Möglichkeiten? Dann redest du mit dem und dann sagt er, okay, los, wir können dir das anbieten, wir machen das und dieses und jenes. Und ja, und das funktioniert wunderbar. Okay. Nick, which of you is the best driver, best rider? Me not. Me. You, of course!
Yeah. No, actually, I'm probably the worst one, you know, because I'm the one that started, really, I only started a few years ago, you know, so I had to learn and, you know, get my license. And I'd say probably Mark is, he's probably the one that does the most kilometres. Like, you do something like, how many kilometres a year? Ridiculous amount. Yeah, already 8,000, something like this. 8 to 10. Also, so. seit du das Bike hast, 8000 Kilometer, oder? Das pro Jahr. Pro Jahr, okay. Ja, pro Jahr mache ich 8000 Kilometer. So. Also ich habe vorher gefragt, ich habe Nick gefragt, wer ist eigentlich der beste Biker, wer ist der beste Fahrer? Und dann hat er zuerst gesagt, ich natürlich. Aber er hat jetzt zugegeben, er ist noch der wahrscheinlich der jüngste ist, das Fahrerküken. Er hat vor ein paar Jahren Prüfung gemacht und ist jetzt mächtig aufholen. Und, aber ich glaube, alle sind sich ein bisschen einig, der Marc ist der richtig Benzin im Blut hat. Und er selber hat gesagt, genau, das findet ihr auch. Wow, wow, wow. Etwa 8000 Kilometer macht er im Jahr, was eigentlich sehr viel ist, weil wenn man bedenkt, dass ihr auf Welttournee seid, unterwegs, und dann müsst ihr euch wahrscheinlich eine Woche lang ins Studio vergraben. Also, wen findest du die Zeit zum Fahren, so viel? Es ist so ein Medium. Manchmal gehe ich aber proben ins Tessin, weil ich nicht im Tessin wohne. Manchmal gehe ich in ein Open Air, also ich fahre dorthin, gehe vielleicht einen Tag früher noch. Und sonst am Wochenende, ich meine, es gibt Leute, die gehen mit dem TÜV fahren und die machen vielleicht in 4 Stunden 60 Kilometer, weil sie immer wieder anhalten oder die Frau muss ein bisschen. Und bei mir gibt es halt am Tag 400 Kilometer, das gibt es halt einfach. Ja gut, das Problem ist ja, du kannst ja nie anhalten, weil sofort kommen alle Fans auf dich stürmen und dann musst du 3 Stunden Autogramm schreiben und kannst nicht fahren. Ja, also manchmal schon, aber es ist nicht nur wegen mir, sondern wegen dem tollen TÜV, den ich fahre. Sie können natürlich schon ein bisschen schauen, oh, was ist das, habe ich noch nie gesehen, sieht lässig aus. Und wie die TÜV, wie der Henne gesagt hat, so lässig umgebaut sind, stechen sie einem natürlich ins Auge. Okay, so, let's talk about music. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr sind Welttournee, habt überall Erfolg, habt ein Album, das sich super verkauft hat und sind nominiert für Preise. Wie entsteht so ein Album? Sind ihr an einem Konzert, an einem Abend, hockt ihr noch in einem Hotelzimmer und plötzlich hat einer die mega Idee für einen Hook und die fangen an zu jammen und dann sagen, das ist es? Oder sind ihr diszipliniert und sagen, wir gehen in 3 Wochen ins Studio, jeder von euch bringt 5 Demo-Tapes mit und dann schauen wir das Beste. Wie muss man sich das vorstellen? Neither A und neither B. Es ist irgendwie ein Song, kommen, wenn die kommen. Irgendwie nach der Show willst du im Bett liegen, Hotelzimmer und schlafen oder was auch immer. Und wenn die richtige Zeit ist für den Song, kommt es selber raus. Also man muss einfach immer parat sein und wissen, wie man die Technologie benutzen. Weißt, du kannst immer etwas aufnehmen auf dem Handy oder früher haben wir ein Diktaphon gehabt. Du musst dir das vorstellen wie beim Fischen, oder? Die Songs sind da, schwimmen von dir und du musst einfach die Angelrute rechtzeitig raus, schön zurückziehen. Wenn du Glück hast, ist etwas dran. Und wenn du Pech hast, machst du weiter. Aber offenbar sind ihr gute Fischer, ihr macht es offenbar gut. Ja. Ja, wir haben relativ schöne Seen im Tessin, also wir sind nicht schlecht. Ja. Nick, does motorbiking influence the new music? Or the songs, or the songwriting in any way? I don't know. Me personally, no, but I think it's a good way after, you know, after spending a whole day in the studio recording or rehearsing or, you know, to actually get out and just ride for an hour and kind of forget about everything, you know. So for me, it's great for that. Well, actually, that's for everyone who rides bike from every job they have. That's what they say all the time. Ich habe gefragt, ob in irgendeiner Form das TÜV-Fahren die Musik beeinflusst. Hat er gesagt, eigentlich nicht, aber was wichtig ist und was gut ist, dass nach einem Tag, wo packt war im Studio, wo viel gelaufen ist, dass man dann einfach mal rausgehen kann und den Kopf lüften und einmal sich entspannen. Und das ist natürlich so, was ihr alle kennt, nach einem harten Arbeitstag, wenn es schönes Wetter ist, aufs Bike und dann schon eine Stunde, zwei gefahren und dann sieht die Welt wieder viel besser aus. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass gerade die Rockmusik ist irgendwie immer verbunden mit Biken. Weil es ist ein freies Leben, es ist ein wildes Leben, es ist ein intensives, emotionelles Leben. Und ich glaube, das ist so einfach, die zwei Sachen zu verbinden, weil es ums Gleiche geht. Ja, das ist sehr, sehr schön beschrieben eigentlich, ein schönes Bild. Und wir haben ja im Kopf auch, gerade mit den American Bikes, man fährt in Sonnenuntergang, lange Highways und ohne Musik im Kopf geht das nicht.
Hast du nicht eine Soundanlage auf deinem Töff noch? Aber hallo. Und dann hörst du auch so, wenn du vom Studio gekommen bist, noch, was ihr gemacht habt? Nein, ich höre da einfach so allgemein die Musik, die ich gerne habe. Und einfach so random, da kommt der eine Song nach dem nächsten. Ich finde es einfach lässig. Also ich hasse es, wenn einer in der Stadt voll Musik läuft, aber wenn ich allein unterwegs bin im Gebiet, im Gebirge, finde ich das noch cool, über die Lautsprecher Musik zu hören. Genau. Euch sieht man dieses Jahr auch noch in der Schweiz. Ihr tretet mindestens 3 Orte auf. Ich habe hier 3 Daten. Am 17. Juli in Sion. Am 4.8. im Heiter Open Air Zofingen, das ist noch relativ näher. Und am 5.8. in Schaffhausen. Jawohl, ja. Und auf eurer Homepage ist eigentlich immer up to date, wo ihr seid, oder? Ja, sagen? Richtig. Also Homepage und Facebook. Und tun wir auch immer Eintrag machen. Jetzt, das nächste ist das und das nächste ist das. Also schaut auf rein. Zurzeit ist natürlich die Abstimmung von Swiss Music Awards. Könnt ihr dort drauf gehen, Swiss Music Awards abstimmen. Ihr wisst ja, von welcher Band, oder? Also ich wüsste, könnt ihr euch sonst sagen, wenn ihr ein Problem habt. Und also ja, schaut rein, das ist immer aktuell bei uns. Super. Wir sind aber nicht die, die jeden Tag etwas postet, sondern wir sind die, die etwas postet, wenn wir etwas zu sagen haben. Super, wunderbar. Wir haben vorhin ein bisschen vom kreativen Prozess. Ihr habt ein sehr erfolgreiches Album am Laufen. Sind ihr aber ein neues Album? Ist es schon in Planung? Haben wir da einen Zeithorizont? Wir sind immer noch am Fischen, für neue Songfische. Momentan sind eben die Kogen sehr ein bisschen gefroren, also es braucht ein bisschen Zeit momentan. Okay, ja, das, also ich kann mir das auch vorstellen, wenn man natürlich das Album hat und dann auf Tour geht, dann ist man natürlich schon sehr beschäftigt. Das Reisen allein. Reisen ihr gern, immer noch nach so viel Zeit? Naja. Still like to travel after all this time? Oh yeah, yeah. I mean that's half of our, well, it's probably 90% of our job is traveling. Yeah, we love it. Great. Wonderful. So, thank you for being here. Danke vielmals, dass ihr da sind. Gotthard, meine lieben Fans von Ihnen und durch Ihren Besucher. Danke vielmals. Und okay. Und jetzt zum Abschluss haben wir euch natürlich nochmal ein bisschen Musik vorbereitet. Und zwar sehen wir und hören wir jetzt das Lied Remember Me, wo eigentlich alles... It's Remember It's Me. Okay, danke vielmals. Hä? Gut. Alles, für das habe ich ja meine Gäste. Wenn ich alles wüsste, müsste ich sie nicht einladen. Super. Remember It's Me. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss zusammen. Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motoricado.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Paraplegiker Stiftung.